Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien, unserem Kanal für den Optionshandel hier auf YouTube. Warum halte ich einen Hund in der Hand? Ich möchte euch natürlich als allererstes unseren neuesten Mitarbeiter vorstellen. Das ist Brösel, der bereichert jetzt unser Büroteam und wir haben uns überlegt, da ja besonders Katzen- und kleine Hundevideos immer so gut ankommen, halte ich jetzt immer mal den Hund einfach mit in die Kamera. Einfach in Erwartung, dass jetzt ganz viele Frauen auch Fans unserer Seite werden und diesen Kanal abonnieren. Und dann haben wir euch heute auch noch ein richtiges Thema, um was es geht. Und zwar wieder eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe. Das in diesem Video. So, Brösel ist wieder an seinen Arbeitsplatz gegangen. Der muss sich natürlich sein Futter hier auch verdienen. Und deswegen kann ich jetzt hier zum eigentlichen Thema kommen. Wir haben in unserer Facebook-Gruppe wieder eine Anfrage gehabt. Und zwar ging es da um eine durchaus interessante Frage, nämlich einer der Gruppenmitglieder hat geschrieben, dass er ja jetzt momentan die Situation vorfindet, dass die Volatilität sehr, sehr niedrig ist und er daher erwartet, dass die natürlich über kurz oder lang mal irgendwann wieder ansteigen wird. Das erwarten wir natürlich auch. So, und jetzt hat er einen Vorschlag gehabt, nämlich er hat es zur Diskussion gestellt und hat gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn man also jetzt zum Beispiel auf eine Aktie wie Altria, wer das nicht kennt, Altria, das ist der Zigarettenhersteller, ehemalig Philip Morris und jetzt heißen die mittlerweile Altria, wenn man da einen 95er Call kaufen würde, um davon zu profitieren, dass ja irgendwann die Volatilität wieder ansteigt, weil ja Optionen teurer werden, wenn die Volatilität ansteigt. Wir blenden euch auch mal hier den entsprechenden Post von Facebook ein. Wer das nochmal nachlesen will, der kann natürlich, also hier wird es eingeblendet, der kann das natürlich auch hier auf Facebook in unserer Gruppe nochmal nachlesen. Adresse findet ihr dann hier auch unterhalb des Videos. So. Und diese Frage ist aus mehreren Gründen ganz interessant, weil es, glaube ich, gerade für jemanden, der ganz neu hier im Optionshandel ist, manchmal ein wenig verwirrend ist mit diesen ganzen Volatilitäten, wie verhalten sich dann die Optionen und so weiter. Und fangen wir erstmal an, ein paar Dinge dabei zu klären. Nummer eins, es stimmt natürlich, wir haben sehr, sehr niedrige Volatilitäten. Wenn ihr hier mal seht, die Volatilität in der Altria-Aktie, also die sogenannte IVR, die wir ja betrachten, das heißt die Volatilität, die aktuelle implizite Volatilität bezogen auf den Höchst- und Tiefstand der letzten 12 Monate, ist wirklich extrem niedrig. Sie liegt also momentan bei deutlich unter 5%, das heißt also absolut am unteren Rand. So gesehen macht es natürlich Sinn zu sagen, ich kaufe mir Optionen, weil Optionen sind momentan auf dieser Aktie sehr billig. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Wenn wir darauf spekulieren, dass die Volatilität irgendwann mal wieder anzieht, dann müssen wir uns überlegen, wann zieht denn in einer Aktie überhaupt die Volatilität an? Und wir blenden hier nochmal einen Chart ein, der uns mal zeigt, die Volatilität in den letzten Jahren im Verhältnis zum Aktienkurs. Und da sehen wir eindeutig, dass die Volatilität in dieser Aktie, und es ist prinzipiell am Aktienmarkt auch so, immer nur dann anzieht, zumindest im größeren Rahmen, wenn die Aktie eben südwärts geht. Das heißt also, wenn die Aktie einen Preisrückgang hat. Es gibt natürlich immer mal so kleine Volatilitätsanschübe vor den Veröffentlichungen von Quartalszahlen. Allerdings bei solchen großen Firmen wie Altria, die kaum noch überraschen, ist das eigentlich auch kaum noch gegeben. So, und das heißt also, dass die Aktie einen Volatilitätsanstieg nur haben wird, wenn sie fällt. Okay, das heißt also, wenn wir hier eine Option kaufen und auf einen Anstieg der Volatilität setzen, dann kann dieser Anstieg der Volatilität nur dann erfolgen, wenn die Aktie fällt. Und wahrscheinlich wird sie das nur tun, wenn der Gesamtmarkt auch fällt. Weil wenn wir uns den Chart der Aktie mal anschauen, dann sehen wir, dass die eine unglaublich stabile Aktie ist. Alle verbieten immer das Rauchen, alle sind gegen das Rauchen. Ich bin auch kein Raucher, aber wenn man sich die Aktie anschaut, dann sieht man, dass die eine fantastische Wertentwicklung hat und das ist eine der stabilsten Aktien, die es überhaupt gibt. So, und deswegen ist die weitere Idee, dass man also sagt, ich kaufe jetzt einen Call, um von einem Anstieg der Volatilität zu profitieren, im Grunde genommen absolut gegensätzlich. Also, Volatilität wird nur ansteigen, wenn die Aktie fällt. Ein Call bringt mir aber nur Geld, wenn die Aktie steigt. Das heißt, diese beiden Sachen passen nicht zueinander. Und dann kommt noch dazu, hier ist noch ein
Call beschrieben, ein 95er Call mit einer sehr langen Laufzeit bis in den Januar 2018. Das ist schon erstmal gut ausgewählt, weil wenn man Optionen kauft, muss man lange Laufzeiten kaufen, um keinen Zeitwertverlust zu haben oder nur geringen Zeitwertverlust. Aber wenn wir uns den Strike anschauen, hier ist ein 95er Strike angezeigt oder beziehungsweise in die Diskussion eingebracht worden und die Aktie steht aktuell irgendwo um 60. Das heißt also, damit dieser Call am Ende nur am Geld ist, dann weiß ich aber immer noch, er hat immer noch kein Geld verdient, müsste die Aktie 40% ansteigen. Und das, wir haben es mal überprüft, das Delta momentan müsste dann so ungefähr bei 0,02 liegen. Wir haben übrigens diesen 95er Strike überhaupt nicht gefunden, sondern nur einen 85er, aber auch selbst der hat nur ein Delta von 6. Und wir wissen ja, das Delta sagt ja nicht nur etwas aus, wie sich der Preis einer Option verändert, sondern das hat natürlich auch etwas zu tun mit der Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, dass die Aktie von aktuell um die 60 auf 85 geht bis in den Januar 2018, hat eine Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 6%. Bedeutet aber auch eine Wahrscheinlichkeit von 94%, dass es nicht dahin geht. Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht passieren kann, aber die Wahrscheinlichkeiten für so einen Trade sind einfach so schlecht, dass wenn wir immer wieder solche Trades machen würden, wir am Ende definitiv Einzahler wären, das heißt, wir würden niemals Geld verdienen. So, und was können wir jetzt aus dem Ganzen mitnehmen? Die Grundidee ist gut, dass man sagt, wenn man schon mal Optionen kaufen möchte, dann muss man das machen, wenn die Volatilität niedrig ist. So gesehen, alles okay. Wenn wir darauf setzen, dass die Aktien ansteigen, wenn die Volatilität ansteigen soll, dann wird das nur passieren, wenn die Aktien fallen. Und deswegen lohnt es sich also keine Calls zu kaufen, wenn ich darauf setze, dass die Aktie fällt. Jetzt kam in der Diskussion die Idee, man könnte ja einen Straddle machen, also beides machen, Calls kaufen und Puts machen. Aber bringt auch nichts, weil auch ein Straddle wird nur dann funktionieren, wenn die Aktie Minimum 50-60% ansteigt oder eben extrem stark einbricht und die Wahrscheinlichkeiten sind einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Und deswegen, wer jetzt Optionen kaufen will, der sollte Optionen kaufen, wo er sagt, okay, ich möchte das Underlying kaufen zu einem bestimmten Preis. Also wenn er zum Beispiel jetzt Calls kauft, dann sollte er am Geld oder im Geld kaufen. Keineswegs Optionen, die weit aus dem Geld sind. Die Laufzeit ist sehr in Ordnung. Wer Calls kauft, kann definitiv nicht darauf hoffen, dass ihm die Volatilität hilft. Wer Puts kauft, der kann darauf hoffen, weil wenn die Aktie fällt, dann wird der Wert der Put-Option steigen. Allerdings schauen wir uns mal die Aktie an. Ich würde niemals eine Put-Option auf eine Aktie kaufen, die am Allzeithoch ist, es sei denn, ich besitze diese Aktie und möchte mich absichern. Ansonsten macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe mich trotzdem wahnsinnig gefreut über diese Frage hier in unserer Facebook-Gruppe, weil das sind natürlich die Dinge, wo wir am meisten daraus lernen können, wo alle damit lernen können, wenn wir darüber diskutieren, wenn wir uns die einzelnen Bestandteile anschauen. Und gerade in so einer Phase wie jetzt, wo ja nicht so viel los ist an den Märkten, weil eben die Volatilitäten niedrig sind, macht es also definitiv Sinn, sich solche Sachen einfach mal anzuschauen, zu durchdenken, um dann einfach für den Fall der Fälle, wenn es dann passiert, gewappnet zu sein. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Diskutiert bitte, wie euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir das Ganze in die Kommentare. Was habt ihr für Ideen? Was würdet ihr denn momentan mit so einer Aktie wie der Altria hier gerade machen? Schaut auf unsere Facebook-Gruppe. Ihr könnt da kostenfrei Mitglied werden. Diskutiert mit anderen. Wir sind mittlerweile weit über 1100 Mitglieder in dieser Gruppe. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.